Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir die Press 218 von Rocco aus. Mit der Artikelnummer 78770. Ja. So, hier ist dann noch die Rechnung dran. Machen wir mal kurz ab. So, die brauchen wir nicht. Jetzt kommen wir jetzt da. Genau. Da, die 218-054-3 von Rocco. Ja. Hier ist sie. Wunderschön. Gibt's noch hier einen Schneeräumer, Kupplungen und Bremsschläuche, alles. Noch zum Zurüsten, Kupplungshaken. So, dann hier noch, falls man die Vermietung an die DB nachstellen möchte. Sie wurden ja dann von der Presse an die DB nochmal wieder vermietet. Und hier sind natürlich wieder die Scheibenwischer, die man dann noch dran machen muss. So. In der Maschine gab es auch noch zwei weitere 218er, die Baureihe 218005. Früher bei der DB hieß sie noch 218485. 458, sorry. Und die Baureihe 218 056. Früher hieß sie dann auch noch 218464. Das ist aber die Baureihe, ja, 218054-3. Früher hieß diese Lok jetzt hat. Früher hieß die Baureihe 218448 noch bei der Deutschen Bahn, hat noch einen alten MTM Motor TB11 von 1977 drin. Ja. Sieht doch wunderschön aus. Ich habe jetzt noch nie eine Presslok so in echt gesehen. Nee, habe ich noch nicht. Ne? Aber soll auch sehr gut zu unserem Anlagenthema passen. Ich habe gehört, die Press 218er wurden häufiger auch im Allgäu zu sehen gewesen sein. So 2020 rum. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt heute noch so ist.
Ja, eine ganz normale 218 von Rocco halt. Mit einem Flüsterschleifer. Natürlich. Kupplung kann man auch sehr gut wechseln. Und ja, ich weiß nicht, wie es mit den Funktionen ausschaut. Ich glaube, das werden die normalen, ganz normalen Rocco-Funktionen sein von den 218er. Da haben wir ja zahlreiche 218er schon. Vielleicht sind ein paar anders, man weiß es nicht. Aber ich hoffe da eigentlich nicht. Also ich habe da keinen Hoffen drauf. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und natürlich gibt es für die Press 218 dann noch ein Fahrvideo mit den Vorstellungen aller Funktionen. Dann die nächsten Wochen. Noch einen schönen Tag. Ciao.